Ja, hallo zusammen, weiter geht's mit Folge 33. Heute mal wieder am Samstag, der fünfte Spieltag läuft bereits. Das Transferfenster ist endlich geschlossen. Borna Sosa ist nicht gewechselt. Unsere Geduld hat sich bei ihm also gelohnt. Und jetzt wird er natürlich wieder extrem steigen, zumindest bis zur nächsten Transferperiode. Und ja, heute gehen wir kurz alle Neuzugänge in der Bundesliga durch, also welche Spieler man sich holen sollte und für wie viel. Dann gibt es ein Update zu allen Transfers innerhalb unserer Liga. Also da ist wieder einiges passiert die letzten Tage. Aber zuerst starten wir mit unserer Aufstellung. Es gab wieder ein paar Veränderungen und es gab auch eine positive Überraschung. Leon Goretzka ist 1 bis 2 Wochen früher zurückgekommen als erwartet. Hat er im Pokal seine ersten Minuten bekommen und auch direkt getroffen. Wir haben ihn jetzt daher in die Startelf. Forsberg haben wir dafür auf die Bank. Der hat ja ebenfalls gut performt im Pokal, aber unabhängig von dieser Performance sind jetzt ohnehin etwas mehr Bundesliga-Minuten in den kommenden Spielen von ihm zu erwarten. Rausgefallen aus der Rotation ist dadurch jetzt dann Romano Schmid. Auf ihn wollten wir eigentlich die nächsten 2 Spieltage noch setzen, aber er ist natürlich trotzdem jetzt noch eine gute Geldanlage und wir werden ihn daher weiterhin halten. Wen wir allerdings nicht gehalten haben, war Jannik Keitel, hat uns ja 4 Punkte letzten Spieltag eingebracht und der wird voraussichtlich auch weiterhin punkten. Also da bin ich von überzeugt. Aber wir wollten jetzt einfach wieder ein weiteres Experiment erfolgreich abschließen, haben jetzt einen Plus von 2,2 Millionen mitgenommen und 4 Punkte und damit sind wir eigentlich zufrieden. Und jetzt starten wir eben andere Experimente, beziehungsweise setzen halt jetzt dann auf Goretzka. Er wird voraussichtlich noch auf 4 oder sogar 5 Millionen steigen, aber bei Romano Schmid ist jetzt im Vergleich dazu nach aktuellem Stand Ähnliches möglich und da sein Marktwert jetzt momentan niedriger ist, ist dort eben ein größerer Marktwertgewinn zu erwarten. Ansonsten bleibt alles unverändert. Bis auf Thiago Thomas sind keine weiteren Spieler neu dazugekommen. Im Sturm haben wir jetzt für diesen Spieltag natürlich viele offene Fragezeichen, also ob oder wie viel diese 3 Spieler spielen werden. Bei Asmoun hoffe ich, dass er eine neue Rolle so als Joker bei Leverkusen bekommt. Also wie in der vergangenen Folge schon erwähnt, glaube ich, dass er in den letzten 30 Minuten eines Spiels sehr effektiv sein kann und genügend aussichtsreiche Chancen kreieren kann, also für sich selbst, aber auch für seine Mitspieler. Und dadurch sind natürlich immer noch Tore zu erwarten und auch Vorlagen und dementsprechend dann auch eben ordentlich Punkte bei Comunio. Also es wird sehr spannend, wie sich die Rotation jetzt durch den Neuzugang Hudson-Odoi gestalten wird. Liegt ja aktuell bei 10 Millionen und wer ihn für den Preis kriegen kann, soll ja auf jeden Fall zuschlagen. Denn das ist er meiner Meinung nach auch wert. Kann natürlich wie ein Thuram zwischenzeitlich mal auf 14 Millionen steigen, aber dafür muss eben alles perfekt laufen. Ansonsten kann man eigentlich nur mit 12 Millionen rechnen und daher würde ich ihn mir zumindest in dieser Saisonphase nicht für 12 Millionen kaufen. Da man eben nur noch Punkte erwarten kann, aber nicht wirklich mehr ein Marktwert Plus, sondern eher ein Marktwert Minus. Und ich denke, die Untergrenze liegt bei Hudson-Odoi etwa bei 7,5 Millionen. Daher würde ich aktuell nur 10 Millionen für ihn riskieren. Und ja, bei Schindel und Thiago ist die Frage, wie fit sie sind und wie viele Minuten sie jetzt diesen Spieltag bekommen. Aber langfristig sind die beiden Spieler natürlich gesetzt, haben ja ebenfalls neue Teamkollegen bekommen. Julian Weigl ist wieder zurück in der Bundesliga, aktuell bei 9 Millionen, ist, denke ich, viel zu viel aktuell. Ich würde ihn jetzt mit 6 Millionen bewerten und sein Maximalwert ist unter normalen Umständen auch, denke ich, nur bei 8 Millionen, aber der ist jetzt durch den Wechsel natürlich deutlich höher. Daher würde ich bei Julian Weigl vorerst abwarten, bis sich sein Marktwert wieder normalisiert hat. Also wäre dann erst für die zweite Saisonphase für uns eventuell interessant. Thiago Thomas verliert ja, Sascha Kalajdzic ist jetzt nach England gewechselt, also verliert seinen Sturmpartner und bekommt ebenfalls einen Rückkehrer. Also Guirassy aktuell bei 5,7 Millionen würde ich ebenfalls mit 6 Millionen bewerten, also genauso wie Julian Weigl. Und da ist, wenn alles gut läuft, ein Marktwert von 8 Millionen, vielleicht sogar auch 9 Millionen zu erwarten. Daher würde ich maximal 6,5 Millionen für ihn in dieser Saisonphase bezahlen. Für uns wird er auf jeden Fall interessant für die zweite Saisonphase. Also sollte er jetzt die ersten paar Spiele keine guten Leistungen zeigen und sein Marktwert sinkt auf 5 Millionen, dann würden wir ihn uns als Experiment eventuell auch günstig holen und dann auf ihn setzen. Und ja, unser erwarteter Schnitt ist jetzt durch Goretzka natürlich etwas gestiegen. Also wir sind jetzt bei einem 40er-Schnitt angekommen, aber wie gesagt, durch die Fragezeichen im Sturm rechnen wir jetzt an diesem Spieltag mit weniger. Allerdings sollten die 30 Punkte auf jeden Fall drin sein. An diesem Spieltag ist übrigens auch ein Pokalspiel. Also wir treten gegen Harun an und wollen da zumindest einen Unentschieden rauskratzen. Das wird sehr schwer. Also ich erwarte von ihm 45 plus Punkte. Das heißt, er wird dann umgerechnet 5 Tore in dem Pokalspiel sozusagen machen. Und wir werden dann mit den 30, je nachdem, wie es dann gerundet wird, 3 oder 4 Tore machen. Also, aber vielleicht wird es ja ein Unentschieden 4 zu 4. Also es wäre schon gut, wenn wir dann einen Punkt mitnehmen könnten. Ansonsten wird es nämlich dann schwierig, die Gruppe zu bestehen. Es kommen ja nur die ersten 2 weiter. Und ja, die nächste Pokalfolge gibt es dann zusammengefasst am 9. Spieltag. Und die erste Folge des Pokalmodus könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ich verlinke hier oben nochmal das Video. Also da wird auch nochmal der ganze Pokalmodus erklärt. Natürlich auch die Liga und was es zu gewinnen gibt in unserer Liga. Also könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ja, auf der Bank haben wir Asano zu einem guten Preis geholt. Ist für die nächsten Spieltage auf jeden Fall zu empfehlen.
Und dann haben wir in der Verteidigung ein neues Experiment mit Vosu Mensah, also ein alter Bekannter aus der vergangenen Saison. Viele sehen momentan Zinkgraven auf den Sprung in die Startelf, ist natürlich möglich, aber ich rechne mir da sehr viel für Vosu Mensah aus und sollte er 100% fit sein und natürlich auch in Form, dann ist Vosu Mensah ein richtiges Monster in der Abwehr und kann einigen Top-Verteidigern in der Bundesliga dann die Stirn bieten. Wir haben jetzt 1,2 Millionen für ihn bezahlt, hatte einen Marktwert von 500.000 letzte Woche, mussten da etwas drauflegen, da ihn uns Johannes weggeschnappt hat. Also 1,2 Millionen bezahlt, ist jetzt ähnlich vergleichbar mit Reiersen im Sommer. 1,5 Millionen für das Experiment gezahlt und mittlerweile bei 5 Millionen. Also ich habe eigentlich nur 4 Millionen erwartet und Ähnliches erwarte ich jetzt eben von Vosu Mensah. Also solltet ihr die Möglichkeit haben, ihn euch zu holen, dann ist jetzt die Zeit, also für 1,5 oder für 2, eventuell auch noch für 2,5 Millionen. Denn für 3 Millionen ist es dann eigentlich schon wieder zu spät. Also daher lieber etwas früher den Spieler holen und nicht erst holen, wenn man dann sieht oder wenn dann jeder erkennt, dass der Spieler gut ist, denn dann zahlt man eben nicht unbedingt mehr einen guten Preis für den Spieler. Und ja, weitere Neuzugänge in unserem Team und damit auch Kauftipps sind Stenzel und Kaminski sowie Goller. Also alles sehr günstig. Kaminski und Stenzel sind kurz- und mittelfristige Lösungen, aber Goller ist eher eine langfristige. Also kommt von einer Verletzung wieder zurück. Und da muss man sehen, wie er sich wieder ins Team kämpft. Aber ich traue ihm in dieser Saison 20 bis 30 Punkte in den letzten 10 Spieltagen zu. Und das ist für so einen Preis natürlich unschlagbar. Da sein Marktwert über die ganze Saison hinweg aber jetzt nicht großartig steigen wird, ist sein Gehalt, das wir für ihn bezahlen, jetzt über die ganze Saison nicht sonderlich hoch. Deswegen werden wir da auch ihn quasi bunkern und ihn quasi in der Hinterhand aufbewahren, sollten wir kurzfristig reagieren müssen. Und ja, für alle, die jetzt nur die Basic-Version spielen und keine Spielergehälter haben, ist das auf jeden Fall ein Spieler, den man sich für das Saisonfinale bunkern kann. Und bei Bedarf hat man eine günstige Punktemaschine als Ersatz eben in der Hinterhand. Also soll den Goller in den nächsten Wochen und Monaten bei euch auf den Markt kommen, haltet euch die 400 oder 500.000 auf jeden Fall frei. Und ja, damit die Folge nicht schon wieder so lange wird wie die letzte Folge, gehen wir heute nur im Schnelldurchlauf die anderen Teams durch. Und ja, bei Marcel gab es keine Änderungen im Team. Wir hatten Mané für 27 Millionen auf den Markt und ich dachte, er will da auch zuschlagen, denn er hat ausnahmsweise mal alle Spiele auf den Markt angeboten. Also war zumindest gedanklich am Basteln, ob ein Mané-Transfer funktionieren könnte. Ist aber für diese Saisonphase, denke ich, für niemanden eine gute Option. Ich habe ja bereits am Anfang der Saison gesagt, mehr als 20 Millionen sollte man für keinen Spieler bezahlen. Und wenn man es tut, dann nur, um Geld mit ihm zu machen. Also, denn die Kosten pro Punkt für den Spieler, der plus 25 Millionen kostet, sind einfach kein guter Deal mehr. Ja? Und deshalb sollte da mal bei 20 Millionen das Limit setzen. Bin aber trotzdem froh, dass er bei uns durchgelaufen ist, denn ich will so einen Spieler jetzt nicht unbedingt bei der Konkurrenz sehen, sondern dann lieber eher im Saisonfinale dann bei uns. Und auf so einen Spieler wollen wir dann natürlich dann auch hinarbeiten und sparen. Und deswegen brauchen wir eben jetzt dieses Transferplus in der ersten Saisonphase und dann eben nochmal in der zweiten Saisonphase, damit wir ihn uns dann eben in der Winterpause dann eventuell für 25 oder 23 Millionen, je nachdem wie sein Marktwert dann eben ist, holen können. Ja. Und ja, dann geht es weiter mit Harun, ist gut in den Spieltag gestartet. Ein Tor von Marco Reus bereits. Und ein weiteres ist von Patrick Schick heute zu erwarten. Frimpong ist als Neuzugang dazugekommen. Bei der Special One ist auch einiges passiert. Kader Žabek, ein Dicker und Dardai, neu in der Abwehr. Im Mittelfeld ist Salazar dann neu dazugekommen. Und ja, bei CEPA 2 ist ebenfalls einiges passiert. Hat ja erst ein Nkunku getradet für Kruse, Luke Bakio und Choupo-Moting mit Johannes. Und danach hat er mit dem TSV Hirscheid einen weiteren Trade gemacht. Sané für Ito, Caligiuri, Vargas und Geld. Also sehr aktiv. Und dann hat er sich noch zusätzlich Vincenzo Grifo vom Computer dazu geholt, also hat im Vergleich zum letzten Spieltag eigentlich gefühlt seine ganze Mannschaft ausgetauscht. Also sehr, sehr aktiv gewesen. Als nächstes der TSV Hirscheid, wie bereits erwähnt, Neuzugang Leroy Sané ist jetzt auf der Bank aufgestellt, sollte aber sicher seine Punkte bekommen, denn Leveling wird voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen. Das gleiche gilt auch für Tabsoba, sollte auch die Punkte mitnehmen für den Spieltag. Und David Raum hat er sich heute noch neu dazu geholt. Wir hatten auch für ihn geboten, aber leider nicht den Zuschlag bekommen. Und ja, dann haben wir Lisa Sorare, Neuzugang Marius Wolf, der hat direkt ordentlich zugeschlagen mit 8 Punkten und sollte, wie gesagt, die Positionsänderung kommen vom Sturm in die Verteidigung, dann ist er dieses Geld dann auf jeden Fall wert. Dann haben wir Johannes, hatte ja nach dem Nkunku-Deal ihn direkt an den Computer verkauft und konnte dann ordentlich shoppen gehen und hat sich, denke ich, auch sehr gut verstärkt, also mit Mario Götze, der bis auf 12 Millionen, denke ich, steigen kann, oder mit einem Kampl und einem Eggestein, also die sehr solide ihre Punkte machen werden. Die genaue Diagnose bei Eggestein ist nach wie vor unklar, daher auch seine Ausfallzeit, aber allzu lange sollte er jetzt nicht ausfallen, da er eine Verletzung am Unterarm bzw. am Handgelenk hat, ob das jetzt die Elle oder die Speiche ist oder Handwurzelknochen, was da gebrochen ist, das weiß ich nicht, aber sollte trotzdem nicht allzu lange sein.
Und dann hat er sich noch Gregoritsch für aktuell 10 Millionen neu dazu geholt. Also Punkte sind auf jeden Fall von ihm zu erwarten. Ein Marktwert Plus ist jetzt allerdings bei Gregoritsch nicht mehr zu erwarten. Also das habe ich jetzt schon häufiger erwähnt. Also Gregoritsch oder Thuram, alle, die sich jetzt diese Spieler kaufen, sind deutlich zu spät. Und ja, bei Stefan gab es keine Änderungen. Und Hennel hat Thuram wieder abgegeben mit einem leichten Plus und sich mit Silas, Zoller und Marco Richter verstärkt. Also das wird ein spannender Spieltag, da ist einiges möglich. Wird zum ersten Mal ein Spieltag, bei dem alle 10 Manager, denke ich, über die 25 Punkte kommen werden. Also da ist einiges drin und da wird sich auch einiges in der Tabelle dann dementsprechend tun. Ist ja noch ziemlich eng das Feld. Und ja, wie läuft euer Spieltag aktuell und wie viele Punkte erwartet ihr in eurer Liga? Würde mich auf jeden Fall interessieren, also schreibt es gerne unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen. Nächste Woche gibt es dann wieder die Spieltagsanalyse und wir analysieren wieder einen von euch ausgewählten Spieler. Also ich nehme gerne Vorschläge von euch entgegen, deshalb schreibt auch da gerne eure Wünsche in die Kommentare oder auch bei Instagram, wie ihr es die letzten Wochen gemacht habt. Und dann wenden wir unsere Formel bzw. unser ganzes Werkzeug von der Videoanalyse bis hin zu den XG-Stats an dem Spieler eben an. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne kostenlos den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euch allen viel Erfolg für diesen Spieltag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.